Was denn? Warte, ich muss kurz meinen Ständer runterdrücken, warte. Digga. Oh. Warum hast du eigentlich Tastensound an? Was bist du für ein Opfer? Sorry, ich mach es aus der Decke. Ich schwitze aus meinem Bauchnabel heraus. Aber ich würde schon sagen, ich habe so einen ganz geilen Bauchnabel. Manchmal finger ich so in meinen eigenen Bauchnabel rein. Und weißt du, wenn er dann noch so nass ist, dann macht er noch so Geräusch. Wollen wir alle unsere Bauchnäbel zeigen? Ist das die Mehrzahl, Bauchnäbel? Wie viel muss ich dir zahlen, damit ich deine Mom daten darf? Ui. Stell dir vor, ich wäre dein Stiefvater. Das will ich mir ungern vorstellen. Oh, Stepdad. Oh, okay, so. Nee, auf keinen Fall. Sicher, dass du meinen prallen Hintern sehen möchtest? Ja, ich will deinen Arsch sehen. Wow, wow. Na, ich werde immer nur auf meinen Arsch reduziert. Ich hasse das. Sorry. Ich habe so einen richtigen Bubble-Butt. Ich will dein Göttin. Sagst du, es kommt komisch, dass ich kein Oberteil anhab? Nein, wenn die doch warm ist. Hä, okay, würdest du mich nicht kennen? Hätten wir nicht schon mal gesprochen? Hättest du mich geflippt? Nee, wieso? Und was wäre, wenn ich an so meinen Nippeln gekreiselt hätte? Okay. Ich bin im Discord, okay? Und die haben eben gesagt, ich habe süße Nippel. Darf ich deine Füße als Profilbild nehmen bei Discord? Nein. Warum nicht? Bei Discord okay. Auf YouTube? Nein. Oh, weil meine Mutter das Video gesehen hat, wo ich drin war. Warte, nein. Ah, ich habe starke Schmerzen. Hast du gar nicht? Ich muss richtig fett kacken. Ehrlich, nach dem Gespräch gehe ich richtig fett kacken. Ich zeichne das auf. Okay. Warum sagst du das so? Okay. Frauen sind nichts Gutes, sag ich. Warum sind Frauen nichts Gutes? Warum sind die dann auf deinem Thumbnail? Nein, das ist für die Aufrufe, okay? Das. Aber weißt du, die machen deinen Kopf verrückt. Ey, ich muss meinen mongolischen Kehlkopfgesang üben. Ich fühle mich hier nicht wohl. Bitte. Oh, ich find's so geil, wenn du mich auspeitschst. Digga, ich hab verschiedene Peitschen, Bruder. Keine Ahnung, Digga. Mach's mir mit jeder, bitte. Was ist das für eine Kacke? Dein Mikro soll meinen Mund verführen. Junge, ich jongliere deine Eier in meinem Mund. Boah, dicke Billardkugeln. Ich habe nicht von dir gesprochen, von dem Bild da hinten. Ja, ich weiß. Ach so, okay. Ich mag es immer, wenn ich gedemütigt werde. Kenn ich. Wow, wow. Ich schwitze gerade zwischen meinen Brüsten. Ich weiß nicht. Wollen wir beide zeigen? Auf drei? Drei. Mein alter Rallye-Lehrer ist mit 46 schwul geworden. Ich habe starke Schmerzen. Hilf mir! Oh, sonst tue ich mir was an! Okay, nee, voll Spaß. Du musst schon einmal Arsch bekommen, bevor du Arsch geben kannst. Ey, du siehst aus wie ein Valorant-Zoyboy. Ich zwar Beatbanger. Interessiert mich auch nichts. Wollen E-Girls dein D-Slurpen? E-Boys wollen mein D-Slurpen. Warte, wow! Ey, ich hab so einen Femboy-Kostüm, soll ich das mal anziehen? Weißt du, ich hab so einen Mini-Rock, wo meine Eichelspitze unten rauskommt. Ey, nee, aber ich stehe auf Frauen, ich will es nur klarstellen. Ja. Du hast von deinem großen Penis gesprochen. Ja, von meinem Monsterkopf, Alter. Ja, richtig gigantisch. Nein, der geht dann bis nach oben, zur Decke. Okay, das ist geisteskrank. Nee, das war jetzt wieder zu viel. Achso, sonst noch Hobbys, außer Kaki auf seinen Lippen. So ein Nutella-Lippenstift. Dann habe ich sie gefragt, ob sie Kaki-Lippen macht. Dann hat sie mich geskippt und ich verstehe nicht warum. Glaubst du, dein Vater hat deiner Mom gut die gegeben? Das würde ich, um ehrlich zu sein, gar nicht wissen. Ich glaube, mein Vater war richtig strong. Das freut mich für deinen Vater. Markus. Wer ist Markus? Mein Vater. Mein Vater heißt Markus? Du kannst mich auch Markus nennen, wenn du das magst. Mir wurde eben gesagt, ich habe süße Nippel. Willst du meine Nippel bewerben? Okay, ich zeig meine, du zeigst seine. Schwitzt du auch zwischen deinen Brüsten? Wenn ein Vibe zu dir sagt, dass der Penis eigentlich ganz süß aussieht, dann würde ich das richtig als Beleidigung nehmen. Ich würde nicht sagen, dass mein Penis süß aussieht. Ey, okay. Was bedeutet das, wenn ein Junge Mädchen TikTok speichert? Warte mal, speichert er deine TikToks ab? Also dann würde ich mir Gedanken machen. Warum hat dein Kater eine Leine? Weil er auf Fensterbank war, deswegen. Das heißt, wenn er springt, dann erhängt er sich sozusagen. Das ist eine öffentliche Hinrichtung, du weißt, das ist nicht erlaubt. Er steht da ein Wäschekorb? Ja. Wie viel für den Inhalt?
Ey, ich sag ehrlich, deswegen habe ich keinen Bock auf eine Beziehung. Also, falls du dir Hoffnung machst, so, ne? Machst du nicht? Was jetzt? Dich? Kein Fall. Ich hatte schon als kleines Baby meine Tourette-Anfälle. Aber dann litt so ein hoher Grad, oder? Tourette. Hallo, ich habe kein Tourette! Warte, was? Du warst mit jemandem im Talk, der meinen Hintergrund benutzt hat. Richtig. Aber ich glaube, dass die Bilder anders herumgestellt waren und der Sessel auf der anderen Seite. Mhm. Ja, aber ich bin nicht Riftzone. Ich habe auch einen Greenscreen. Ich wusste es, ihr seid alle so Pisser. Ja. Was hältst du von Inzest? Jetzt wird's interessant. Weißt du, wenn eine Frau mit mir redet, in Real Life kriege ich direkt eine Erektion. Du findest das ein bisschen zu lustig. Du kannst relaten, glaube ich. Ich kann nicht relaten. Der spielt gerade Flappy Bird. Willst du mein P*** sehen? Digga, er zeigt nicht mal Reaktion, ne? Liam ist ein echt cooler Name. Mein Kind heißt Liam. Wow, du hast ein Kind? Ja. Boah, geile Mipf. Deine Verhütung ist nur ein Hindernis, weißt du. Wofür ein Hindernis? Für Geschlechtskrankheiten, oder? Ey, bist du live? Willst mich verarschen? Ey, macht dich das geil, wenn ich so... An welchem Tag hast du Geburtstag? 29. August. Mhm. Ist notiert. Habe ich notiert. Am 16. Januar. Ist notiert. Stark. Glaubst du, mir würde ein Underboob-Tattoo stehen? Unter der Brust. Mhm. Weißt du, dann sieht man erstmal so meine süßen Nippel und dann so mein Underboob-Tattoo. Du lachst mich aus, hallo. Fangen wir das Gespräch nochmal an. Oh my days, was geht denn hinten bei dir ab da? Auf den setze ich mich immer, habe ich doch schon erzählt. Nein, das hast du nicht erzählt. Ja, wir kennen uns nicht. Deswegen sieht das die... Ach so, ich verstehe es gar nicht. Okay, lass nochmal von neu anfangen. Yo, was geht? Bist du nicht der von TikTok? Was? Willst du mein Bild sehen? Frauen heutzutage, die machen sich sowieso verrückt, weißt du? Ihr seid alle schön, so wie ihr seid. Aber. Ja, nee. Aber. Ich bin ehrlich so, ich bin immun. Achso, das ist, wenn du so auf deinem P*** kaust, ne? Für deine Jawline, war das nicht? Bro, ich hab Wochenende immer 3 P*** in meinem Mund, Real Talk. Digga, meine Jawline ist immer noch scheiße. Ja, das ist wegen Big Tasty Bacon. Ja, aber weißt du, das ist halt einfach herrlich. Ja, aber du wiegst ja auch irgendwie 22 Kilo. Was willst du mir jetzt? Hast du Geschwister? Ja. Ein Bruder? Ist der Single? Ein kleiner Bruder, er ist 8 Jahre alt. Aber ich muss immer irgendwas in der Hand haben, deswegen spiele ich die ganze Zeit mit diesem Haargummi. Ich spiele die ganze Zeit... Nein, ich will es nicht hören. Ich drücke immer meine Eier so weg, weißt du? Nein. Du bist komischer als ich. Weiß ich nicht. Doch. Du hast gesagt, dass du einen richtig dicken Penis hast, der bis zur Decke geht. Aber nur, wenn ich richtig aufgeregt bin. Ey, danke für den Content, Curry. Füße und meine Mutter nicht. Dein Vater? Den auch nicht. Ich würde direkt den machen.